Moin ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Heute ist Freitag bei Kreativdepot, mein Lieblingsshop. Ab 16 Uhr gibt es da die neuen Produkte und ich zeige euch vorab wieder alles, was ich so Schönes bekommen habe. Ich bin Jenny von Charlies Mama und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Moin ihr Lieben, es ist schon wieder Freitag und ich habe hier wieder einen Berg an Neuheiten liegen. Wirklich tolles, tolles Zeug zum Thema besinnliche Zeit. Und in der besinnlichen Zeit, ja, ist es manchmal nicht so einfach, auch noch Zeit zum Basteln zu finden, bei all dem Zeug, was man sonst noch so erledigen muss. Deswegen schauen wir mal, was ich euch alles noch an Inspiration heute da lassen kann. Aber wie immer starten wir mit der Vorstellung der neuen Produkte. Als erstes habe ich hier ein Bundle von Flabber Art. Zum Thema Zeit. Oh, jetzt ist hier gerade was in den Müll gerutscht, das ist ungünstig. So, hoch mit dir. Es heißt Zeitgeschenk und dazu gibt es hier diesen Anhänger Zeitgeschenk. Ziemlich groß. Der misst nachher 14 cm, 14,5 cm. Oh, das war laut, Entschuldigung. Hat hier so eine Tasche, die man hier draufkleben kann, also mit der Rundung dann hier nach oben, muss man sich das so vorstellen. Dann kann man hier noch, ich würde sagen, die Tasche zukleben oder den Anhänger hier oben dran, der hat auch diese Rundung. Aber ich glaube, das ist ja dann falsch rum. Hier ist noch so ein Einsteckkärtchen, hätte ich jetzt gedacht, dass man nachher in die Tasche reinstecken kann, mit derselben Rundung wie von oben, dass man das so darstellen kann oder beziehungsweise nochmal so wie so ein Aufleger von innen, den man dann eben mit diesem passenden Stempelset bestempeln kann. Und auf dem Stempelset habt ihr sowas wie Gutschein dabei für dich, Zeit verschenken, Zeit zu zweit, Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. Glück ist Zeit mit Menschen zu verbringen, die aus einem normalen Tag etwas ganz Besonderes machen. Zeit statt Zeug finde ich auch sehr schön. Und man sollte viel mehr Zeit mit Glücklichsein verbringen. Manchmal ist es an der Zeit, sich Zeit zu nehmen. Und Gutschein für euch. Und hier haben wir nochmal Freundschaft verzaubert. Sie macht gute Zeiten noch besser und lässt uns die schlechten Zeiten vergessen. Bisschen schwierig zu lesen, aber wenn man es erstmal raus hat, ne? Also Freundschaft verzaubert, sie macht gute Zeiten noch besser und lässt uns die schlechten Zeiten vergessen. Auch ein schöner Spruch. Ich überlege gerade, ob ich das vielleicht gleich verwende, weil wir meinen Eltern eigentlich Zeit zu fünft schenken, also mit dem Enkelkind mit dazu. Und in meinem Kopf arbeitet es schon wieder. Ich weiß nur nicht, ob ich den Anhänger, glaube ich, kann ich dazu nicht nutzen, weil ich habe Karten für ein Event gekauft und dann verbringen wir quasi das Wochenende und haben dann noch ein Highlight am Sonntag und die Karten wollte ich in so eine Gutscheinbox packen. Und eigentlich passt das ja perfekt dann mit da rein, ne? Ja, ich leg's mal beiseite. Da ist schon wieder eine Idee entstanden. Als nächstes zeige ich euch heute die Hot Foil Stamps, die wieder in den Shop wandern werden. Einmal hier ein kleines Set. Häuser Winternacht heißt es. Sieht so aus. Also ihr habt dann drei Häuser und dann eben diese Sterne und den Mond, die sich da so mit rein folieren. Und der hier ist natürlich auch der absolute Oberhammer. Das ist der große Tannenbaum mit Stanze. Also ihr seht schon, das sind zwei Teile. Einmal foliert man hier diesen Tannenbaum und dann kann man den Tannenbaum auch noch ausstanzen. Das hier sind die Outline-Stanzen. Auch super schön finde ich den. Dann gibt es drei neue Prägefolder. Zweimal die normalen Prägefolder. Hier habt ihr jetzt wieder den altbekannten, wollte ich gerade sagen. Also dieses Jahr in sämtlichen Varianten. Wortkreis Weihnachten als Prägefolder diesmal mit dem Stern und eben auf Deutsch steht hier Stern, Zauber, frohes Fest, Lichterglanz, besinnliche, bla 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 bla. Aber ich finde den auch als Prägefolder super schön. Dann dieser Sternenkranz. Gefällt mir auch richtig gut. Sie sind beide oder alle drei in 15 x 15 cm groß
Und der dritte ist wieder ein 3D-Prägefolder. Erkennt man auch, ne, daran, dass hier jetzt nicht dieser schwarze Aufdruck ist, sondern das ist weiß. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Doch, ich glaube schon, ne? Frohe Weihnachten mit Sternchen ringsrum. Und da ist der Aufbau für die Big Short bei mir jedenfalls ein bisschen anders. Das Ding ist nämlich dicker und macht, wie der Name schon sagt, eine noch mehr 3D-erhabene oder das Ergebnis ist noch mehr in 3D, verschiedene Höhen und Tiefen. Dieses frohe Weihnachten, glaube ich, kommt nämlich noch mehr raus im Gegensatz zu den Sternen. Und bei diesen Prägefolien ist ja alles eine Ebene. Den werde ich auf alle Fälle benutzen, weil ich den letzten 3D-Prägefolder schon so geliebt habe. Das ist einfach edel und richtig schön. Die packe ich, glaube ich, alle drei auch beiseite. Da werden schon mal drei Karten, bin ich der Meinung, draus entstehen. Dann habe ich heute nur eine Stanze, nur. Aber die ist auch richtig geil. Ich finde die Bäume klasse. Das sind ist das Tannenbaum-Trio 1. Und ihr habt hier einmal den Hintergrund und dann eben nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu stapeln. Den dann da drauf und den da drauf, würde ich sagen. Oder ihr macht drei verschiedene und legt die nebeneinander. Finde ich auch cool. Aber ich glaube, ich würde jetzt erstmal mit dem Stapeln starten. In verschiedenen Farben oder nur in weiß. Ich weiß es noch nicht. Finde ich auch sehr gut. Muss auf die Seite der To-Do-Liste. Und als letztes, nee, nicht als letztes, aber als nächstes Produkt kommen die Stempelsets. Ein kleines von Steffi von Stilfein Design. Es heißt Kleiner Winterwald. Ihr habt hier einmal diese Halbkugel mit Tannenbäumchen und hier oben Schneefall. Dann sind da drei verschiedene Sterne mit dabei. Aber ich mag die Schriften hier auch richtig gerne. Schöne Weihnachtszeit und Merry Christmas. Ganz edel, ne? Gefällt mir wieder sehr gut. Dann ein weiteres Stempelset. Jetzt eine Nummer größer. Das ist das Rezept für Weihnachten. Hier unten steht es auch: Rezept für Weihnachten. Eine große Portion Liebe, eine Prise Besinnlichkeit, ein Kilo Vorfreude, ein Löffel Herzenswärme und eine Tüte voller guter Wünsche. Dann haben wir hier noch Advent. Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Und am liebsten mag ich den. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. Und was ich am allermeisten an diesem Stempelset liebe, sind die Häuser. Die sind total fein. Die Linien zum Stempeln. Ich hoffe, ihr seht das. Die sind auch nicht sehr groß. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr, sehr schön. Das wird auf alle Fälle, glaube ich, auch hier bleiben. Und dann das letzte Stempelset, auch von Steffi, heißt Du stehst auf meiner Wunschliste und ist wieder ein großes Stempelset. Und hier haben wir dabei Merry Christmas. Mit dir ist Weihnachten am schönsten. Stille Nacht, heilige Nacht, leise rieselt der Schnee. Weihnachten feiert man am besten zusammen. Das beste Weihnachtsrezept: ein Glas Herzenswärme, ein Päckchen Liebe, eine Portion Glücksgefühl, ein Hauch Besinnlichkeit, eine Prise Glitzer. Alle Zutaten gut im Herzen mischen und teilen. Super schön, oder? So für eine Karte von innen finde ich das auch ganz hübsch. Jeden Tag ein bisschen Liebe verschenken heißt jeden Tag ein bisschen Weihnachten zu haben. Und du stehst auf meiner Wunschliste, hier unten der Spruch. Dann habt ihr hier noch so einen Halbkreis mit Sternchen. Auch immer sehr schön, so für Anhänger, runde Anhänger. Und dann eben nochmal eins, zwei, drei Sterne in dieser Form, in drei verschiedenen Größen. Der Stern ist in zwei Größen dabei und die normalen Sterne sind wieder in drei verschiedenen Größen dabei. Ich liebe einfach diese Schriften von Steffi, ne? Auch sehr schön alles. Und jetzt kommt eins, glaube ich, meiner Rubbel-Lieblingssets. Ja, es gibt wieder Rub-Ons. Und das sind die Pinguine. Und die sind echt winterlich cool. Die Farben sind mal was anderes. Und wir haben drei Bögen wieder dabei. Mit totniedlichen Pinguinen. Diese großen Jungs hier. Und die Wale sind auch schön. Ist halt so schön nordisch, ne? Sieht alles aus wie auf so einem Norweger-Pulli irgendwie. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ja, ne? Alle drei. Hier oben die Robbe durch den Kranz. Auch cool. Die Weihnachtsbäume sind auch was Besonderes.
Und eben Grenze, ich liebe ja Grenze auch sehr. Finde ich gut, finde ich richtig gut. An Produkten noch nicht genug. Kommt heute auch noch wieder wunderschönes Papier und dieses Mal habe ich wieder richtig zugeschlagen, muss ich sagen, weil sie mir, glaube ich, alle gefallen haben. Wir starten mal mit dem Block hier. Aquarell Eisblau. Das sind wieder die Sterne. Nächste Farbe in Eisblau. Ich hoffe, ihr erkennt das. Das sind also wieder diese weißen Outlines von diesen Sternen. Und die Rückseite sieht so aus. Hat so eine leichte aquarellige Mischung. So ein bisschen Struktur. Und ich liebe ein bisschen Struktur. Die nächste Farbe ist Eukalyptus. Hier, glaube ich, erkennt man die Sterne noch besser. Und die Rückseite sieht dann so aus. Auch ein schöner Ton. Und die dritte Farbe von den Sternen ist Sand. Die Vorderseite ist ein bisschen dunkler als die Rückseite. Also die Seite mit den Sternen ist sandiger als die eigentliche Aquarellseite. Die hat mehr so einen leichten Grauton. Ich finde, das passt eben auch alles sehr schön zusammen. Das sind die drei Basics, die wieder dazukommen heute. Leider habe ich die anderen Aquarellsterne alle, glaube ich, schon verbastelt. Also es gibt ja noch drei, bin ich der Meinung, drei weitere Farben davon. In so grau-grün, grün-grau und dunkelgrau und noch so einem hellen Beige-Ton. Einfach schön. Ich mag sie sehr. Vor allem die Rückseiten. Was ich auch sehr schön finde, ist die Kombi aus dem Aquarell Sand und dem neuen Wintervogelpapier von Frau Blütenstempel. Wintervogel auf der Vorderseite und auf der Rückseite haben wir dieses Muster und das hat mich absolut gefangen. Traum, finde ich super schön. Ich mag diese Zweige und dann diese Kombi, ne? Das ist so meins. Und das nächste Papier von den Farben her hat mich auch absolut abgeholt. Das sind die Weihnachtskarten. Passt auch sehr schön zusammen, ne? Könnte man eigentlich mal eine Karte mit Designpapier-Hintergrund machen. Bin ich da der Typ für? Ich weiß es nicht. Aber ich finde auch das hier unten mit dem Baumwolle-Gesteck auch so schön. Passt eigentlich auch ganz gut hier drauf, ne? Mit dem weißen Rand. Ah, opfer ich eins von den schönen Papieren für Hintergründe auf Karten? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Muss ich auseinanderschnippeln, dann sehen wir das. Das nächste Papier ist wieder so richtig knallig bunt und ich habe sie das tatsächlich diesmal mitgenommen. Einmal sind das die Winterhäuser und hier ist das zweite davon, Pastellgeschenke. Ich mochte die Farben doch sehr. Es gibt ja schon ein paar bunte und mal habe ich da Lust drauf und mal nicht so, aber irgendwie, das hat mich sehr angesprochen mit diesen Ockertönen. Finde ich süß. Und auch die Häuschen dazu mit den Schneeflocken dazwischen. Doch, es hat echt was. Absolut. Und das letzte Papier, was ich eingepackt habe, ist wieder klassisch Weihnachten. Das sind die beleuchteten Bäumchen. Die haben hier so lauter kleine Funkel-Lichterketten mit drinnen, ne? Auch nur einseitig bedruckt, so wie die beiden davor auch einseitig bedruckt waren, ne? Die bunten hier. Das ist auch einfach, könnte man auch wieder ausschneiden. Glaube ich, das ist dann, ja, verliere ich zu viel Details. Nee. Ich muss mal gucken. Aber schön fand ich es einfach. Musste mit. Jawohl. Und das Letzte, was ich euch heute zeigen möchte, natürlich kommt auch wieder das dritte Adventsspaßpaket in den Shop. Es heißt besinnliche Zeit. Und so sieht der Inhalt aus. Ihr habt natürlich Schoki dabei, dann ein Stempelset,
Heißt auch Adventsspaß, besinnliche Zeit, illustriert von Sandra Möller, also von Papier und Passion. Habt wieder kleine Sprüche eben. Weihnachtsmenü, fröhliche Weihnachten, schön, dass du da bist. Besinnliche Zeit, Auszeit, Lichterglanz und drei verschiedene Sterne. Und ihr seht schon, dass das Stempelset hier, so Stempel hat, die so um die Ecke gehen. Also perfekt für diese Stanze hier. Das ist die Sternenbox. Gedacht, dass man eben hier so ein bisschen um die Ecke stempeln kann. Mit diesen L-förmigen Stempeln, nenne ich es mal. Mal eine andere Anordnung von den Wörtern. Finde ich auch cool. Coole Idee hier. Und dazu gibt es noch dieses Papier. Wieder in doppelter Ausführung. Das sind die frohen Weihnachten-Sterne. Also frohe Weihnachten. Da ist gerade der Timer angegangen. Ich muss einmal runter zum Braten. Es ist Sonntag. Es gibt einen Sonntagsbraten. Den muss ich einmal gleich ein bisschen wässern. So, aber wir sind ja auch schon fast durch mit den neuen Produkten. So lange muss er jetzt warten. Also, wo waren wir? Alles in Grau gehalten. Frohe Weihnachten. Die Sterne so ein bisschen verteilt. Sehr schön. Und das, wie gesagt, in doppelter Ausführung. Ist einseitig bedruckt. Und dann dazu gibt es auch wieder zweimal weißen Cardstock der Hausmarke. Das ist das dritte Adventsspaß-Paket. Auch wieder sehr, sehr schön. Und ich überlege mir jetzt, womit ich anfange. Ich habe ja doch schon wieder einige richtig tolle Produkte hier auf dem Tisch liegen. So, bei den ersten Karten für heute habe ich mich einfach mit den Embossing-Foldern ausgetobt. Das hier ist wieder das Ergebnis von diesem 3D-Embossing-Folder. Und ich finde es wunderschön. So schön, dass ich da gar nicht viel gemacht habe. Einfach ein paar Colirus drauf gesprenkelt in, ich bin der Meinung, Moon Gold. Oder wie heißt das? Also das ganz helle Gold, was ich sehr liebe, ja. Moon Gold. Finde ich sehr edel. Und dann einfach nochmal eine kleine Kontrastfarbe. Oh, Kneippeng. In Moose Green. Das ist hier so ein paar dunklere Spritzer. Und dementsprechend habe ich auch noch ein paar dunkle Perlen draufgesetzt. Das war alles. Ich habe es einfach doppelt gemattet, um dann noch ein bisschen mehr Dimension reinzukriegen. Und fertig ist diese Karte. Mehr möchte ich da gar nicht drauf haben. Und auch die zweite Karte ist sehr schlicht geworden. Ich weiß es noch nicht, ob ich die mag. Keine Ahnung warum. Ich glaube, weil der Auflieger irgendwie mir schief geraten ist, meiner Meinung nach. Deswegen egal. Es ist
der Sternkranz, der hier im Hintergrund gelandet ist. Dann sind hier noch ein paar Glitzersternchen ausgestanzt aus diesen neuen Decor-It-Stanzen. Ich suche sie für euch. Ich habe hier schon wieder aufgeräumt nebenbei, weil ich ja ein paar Karten wieder gleichzeitig gemacht habe und einen Platz brauche. Na, wo sind sie denn jetzt? Aber ich glaube, ihr kennt sie im Moment alle. Die sind ja gerade heiß begehrt. Hier. Die Kleinteile decorated. Da sind die Sternchen. Zack, zack. Und die beiden Hängesternchen sind auch aus einem decorated Set. Da. Aus dem Set Hängende Deko. Hängesternchen, sag ich doch. Also zwei Sternchen hier noch dran getüdelt an das grüne Band. Drei Perlen drauf und ein bisschen Colliro-Spritzer in dem kräftigeren Gold drauf. Und fertig war auch diese Karte. Auflegerstanze sind von Creolize. Die Nesting Dies XXL 128 Squares with Rough Edges and Stitched Lines. Wisst ihr Bescheid, ne? Das war der Aufleger hier. Das sind die beiden, die ich zusammengefriemelt habe. Und hier ist meine Karte wieder mit ein bisschen Aquarelltechnik entstanden, weil ich diese Farben hier aus dem Rubbel-Set, Designline Pinguin, die Rub-Ons, das ist ja auch alles so wunderschön aquarellig und die habe ich dann versucht wieder aufzugreifen, die Farben von diesem Zweig hier und auch dieser Pinguin. Den Pinguin habe ich einfach auf weißen Cardstock gerubbelt und ausgeschnippelt und ein bisschen 3D-mäßig hochgesetzt. Ein paar Schneeflocken aus dem Rubbel-Set noch drauf. Und der Spruch, jeden Tag ein bisschen Liebe verschenken, heißt jeden Tag ein bisschen Weihnachten zu haben. Der stammt aus diesem neuen Set. Du stehst auf meiner Wunschliste. Hier unten der große Spruch ist da auf der Karte gelandet. Und auch hier durften ein paar goldene Spritzer nicht fehlen. Meine DIN-Langkarte habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht gehabt. Ja, das waren die ersten Easy-Peasy-Karten. Und ich glaube, es geht gleich mit Karten weiter. Und jetzt ist noch eine Weihnachtskarte fertig geworden, mal anders. Denn ich glaube, die Weihnachtskarten, die ich euch schon gezeigt hatte, die wieder so einfach, klassisch, schlicht waren, haben mich ein bisschen gelangweilt. Ich wollte jetzt mal wieder was anderes machen. Und ja, habe jetzt einfach mal so eine Weihnachtskarte gemacht in nicht weihnachtlichen Farben. Und ich bewundere das immer bei den anderen. Ich finde die richtig cool. Und ja, ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt, aber ich finde, als Inspiration kann ich das ruhig mal da lassen. Und zwar sind das hier die Weihnachtsbäume. Nee, wie heißen die denn? Ach, ich habe das auch gar nicht richtig schick gemacht hier. Das sind diese drei Bäumchen. Tannenbaum-Trio 1, so heißen die. Habe ich immer als Grundform den glatten ausgestanzt. In drei verschiedenen Farben. Die Farben heißen... Boah, ich muss das hier auch mal schick machen. Also dieses helle ist Salmon oder hier ist es auf dem Kopf, vielleicht halte ich es mal richtig rum, ne? Salmon ist so ein Aprikoton. Dann so ein kräftigeres Aprikot habe ich hier. Das heißt Lachs. Ich finde Lachs, weiß ich nicht, ob ich das als Lachs bezeichne. Für mich ist das mehr schon ein bisschen Orange, egal. Und dieses Gelbe hier war irgendwo ein Restfarbkarton hier. So ein Schnips habe ich da noch gefunden. Keine Ahnung, welche Farbe das ist. Ist auch
strukturiert der Cardstock gewesen. So ein schöner Ockerton. Gestempelt habe ich im Hintergrund mit diesem süßen Sternkreis hier. Und zwar in den Farben Victorian Velvet, Fossilized Amber und Saltwater Taffy. Und die Nylon-Garnfarben heißen Mandarine und Aprikot. Also das ist Aprikot und das ist Mandarine dazu. Den Anhänger hatte ich noch übrig von den anderen Weihnachtskarten. Da ist der schöne Weihnachtszeitspruch ebenfalls aus dem Stempelset Kleiner Winterwald. Und das hier ist halt ein Anhänger aus den kleinen Tags. Und was ist noch drauf auf der Karte? Achso, die Perlen sind aus meinem Bestand hier oben. Die muss ich jetzt nochmal sortieren. Da sind mir gerade ein paar Grüne dazwischen geraten. Was soll's? Wieder ein bisschen zu schief gewackelt. Ja, das ist irgendwie aus dem Nageldesign-Bereich. Sowas, auf sowas stehe ich ja sehr. Und ja, mal eine etwas andere Karte. Aber ich glaube, ich mag sie ganz gerne. Ich überlege, ob ich da noch ein paar dunkle Punkte einfach dazwischen setze. Mit dem schwarzen. Ich glaube, ich lasse sie heute mal so. Ich lasse das jetzt einfach. Sonst verschlimmbessert man das nur, ne? Kenne ich ja. Und weil heute ja das Video der Karten ist, habe ich hier noch eine ganze Kartenbox gestaltet. Im Prinzip habe ich da geschummelt. Das ist nämlich eine fertige Box gewesen mit Kartenrohlingen und passenden Umschlägen von, ich glaube, Paper Poetry. Irgendwie so heißen die, ne? Rico Design steht hier unten noch drauf. Und das waren einfach nur so Blankokarten. Und die habe ich gestaltet mit den Vintage-Weihnachtskartenauflegern hier. Also dieses wunderschöne Papier von Kreativdepot. Das sind die schnellsten Karten aller Zeiten, wie ich finde. Einfach die Aufleger ausgeschnitten, mit einem kleinen weißen Rand noch gelassen, direkt von dem Papier. Dann gemattet auf so einem grünen Vintage-Karton, Recycling-Moosgrün, glaube ich, heißt es. Und dann sind das eben wunderschöne Kartenrohlinge mit so einem recycelten Papier. Da habe ich auch noch, ja genau, hier steht es auch drauf, Paper Poetry Rico Design. Hatte ich irgendwie mal mitbestellt. Achso, da hatte ich einen Gutschein bekommen von Arbeitskollegen. Die wussten, dass ich bastel. Aber für so einen Hamburger Kreativladen, Bastelladen, Idee, glaube ich, heißt der. Und da habe ich dieses wunderschöne Papier mitgenommen. Wenn man genau hinguckt, glänzt das nämlich auch noch mit so leichten Kupferflakes, sind da so drin. Richtig schön. Ja, und da habe ich, wie gesagt, einfach die Aufleger drauf. Dann hier
Nylongarn in Seegras drum getüdelt auf jeder Karte und einfach einen von den kleinen Text da dran. Den habe ich bestempelt mit diesen wunderschönen Schriftzügen. Schöne Weihnachtszeit oder Merry Christmas aus dem Set Kleiner Winterwald. Ich finde die echt so schön, die Stempelsprüche. Und dann war es das eigentlich schon. Hier habe ich noch ein paar Sterne draufgeklebt bei dieser Karte, die hier aus den Anhängern rausgefallen sind. Und dann, ja, ganz schlicht und einfach. Hier habe ich nicht mal was dran getüdelt, weil da schon Merry Christmas draufsteht. Genauso wie hier. Und die letzte Karte. Ganz schnell gemacht. Und vor allen Dingen auch immer ein schönes Mitbringsel für alle, die Weihnachtskarten schreiben, aber selber nicht basteln. Ne? So, kommt alles in die Box zusammen mit den passenden Umschlägen. Und dann hat man schon mal 6 Karten zum Verschenken fertig. So. Im Prinzip kann man sowas ja auch selber basteln hier. So ein Cardstock, Graupappe-Box, so eine schmale. Und hier so eine kräftige Acetatfolie. Und die wird hier eh nur oben drauf geschoben und hält dadurch, dass die Karten eben so hoch sind. Ne? Und hier vorne drauf habe ich die Häuserchen nochmal ausgeschnippelt aus dem wunderschönen Stempelset Rezept für Weihnachten. Hier alle 4 Häuser einfach abgestempelt und per Hand ausgeschnitten. Und hier vorne drauf ist das Weihnachten gelandet. Diese coole Stanze Wortset Weihnachten, wo man eben auch noch diesen Schatten mit ausstanzen kann. Also quasi Weihnachten einmal in Weiß gestanzt und den Schatten in Grün und dann Weihnachten auf den Schatten draufgeklebt. Und fertig ist diese Deko hier. Ne? Ich finde es schlicht, schön, gut. So wie es gerade passt, ne? Jo, ich glaube auch, dass es das fast war für heute. Mal schauen. Zum Abschluss dieses Videos zeige ich euch jetzt schon mal fix so eine Graupappe-Box, an der ich gerade rumbastel. Weil das ist jetzt schon mein Projekt für nächsten Mittwoch. Ja, hat was mit Graupappe zu tun, so viel sei verraten. Was denn da im Mittwoch-Spezial Geniales kommt. Also nächsten Mittwoch kommen richtig geniale Sachen. Aber ich wollte euch eigentlich nur noch mal zeigen, weil das ja zum einen das Papier von diesem Freitag ist. Finde ich einfach in der Verarbeitung super schön. Ich habe jetzt keine Lust, die Box aufzumachen, weil ich hier gerade so Schnee auf diesen Tannenbaum gegeben habe. Und der muss erstmal noch trocknen. Habe ich Angst, dass ich das alles wieder zermatsche. Aber ich wollte euch hier zeigen, diese Hot-Foil-Stamp-Geschichte, großer Tannenbaum mit Stanze, die ja auch diesen Freitag reinwandert, dass ich die geprägt habe. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, ihr seht schon. Hier bei dem ersten war zu viel Druck. Da hat es mir hier zum Beispiel unten das komplett durchgestanzt, obwohl es das nur prägen sollte. Ist nicht schlimm, aber ich habe es weiter ausprobiert. Der hier war auch nicht ganz ideal, aber den finde ich richtig gut. Also ich habe erst einmal den Baum ausgestanzt mit der Outline-Stanze hier. Mit diesem Geschoss. Und komm raus. So. Und dann habe ich das ausgestanzte Teil genommen und dann eben diese Hotfoil-Platte da drauf gelegt und so lange rumexperimentiert mit dem Aufbau meines Stanzblocks hier, bis es dann wirklich gut geprägt hat und nicht auch gleich alles kaputt gestanzt hat. Beziehungsweise, wenn man zu wenig nimmt, dann hat man auch wieder keinen Effekt. Ne? Also hier unten zum Beispiel fand ich den Druck nicht gut. Hier oben war er zu doll. Ich habe jedenfalls das Ganze so gemacht, dass ich die erste Platte runtergenommen habe. Also hier steht bei mir die 1. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe hier eine Grundplatte und dann eben noch so eine dünne Platte drauf. Dann habe ich so eine Gummimatte, also so ein bisschen was Erhabenes. So dick ist meine Gummimatte. Die prägt sich halt so ein bisschen auch nach innen noch drunter gepackt. Dann die Platte drauf, das Teil drauf und eben die Stanze drauf und auch noch die obere Platte drauf. Und so in diesem Aufbau habe ich es durchgekurbelt. Und das hat bei meiner Big Shot ganz gut funktioniert. Dann hatte ich den Effekt, den ich haben wollte. Jo.
Das wollte ich euch nur noch mal für diesen Freitag gezeigt haben. Mit den Bäumchen. Und die Anleitung zu der Box. Schön stabil, ne? Ich finde die richtig gut. Die zeige ich euch dann nächsten Mittwoch. Also ihr Lieben, macht es gut. Wir sehen uns Mittwoch. Bis dahin. Ciao, ciao.